Ho, ho, ho! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch, am ersten Weihnachtsfeiertag mit der Spezial Xmas Edition. Wir haben wieder mal die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Shiny Nagelmon mit einem Formeo, wie man hier sieht. Shiny Formeo, der Hodensack. Habt ihr auch schon? Schreibt's mal in die Kommentare. Gefolgt von einem Shiny Stolunior. Beim Nagelmon läuft's einfach richtig. Dann bin ich aufgestiegen zu Beste Freunde mit dem 0 Max 6. Und das war ein bisschen tricky. Der hat nämlich seit ungefähr 10 Jahren, gefühlten 10 Jahren, einfach kein Geschenk mehr aufgemacht, obwohl wir nur noch eine Stufe hatten. Er hat aber auch nichts geschickt. Dann war Community Day am Samstag, nichts. Dann war Community Day am Sonntag, nichts. Und irgendwann nach dem Community Day habe ich mir gedacht, bei der Raid-Stunde, bei der legendären Raid-Stunde am Mittwoch, ich schicke ihm einfach mal eine X-Raid-Einladung. Da freut er sich bestimmt, wenn er beim X-Raid teilnehmen kann. Und hab damit beste Freunde getriggert. Ramses, du Schlitzohr, Schlitzauge, du Schlitzer einfach nur. Hat er sich bestimmt geärgert, aber ich wusste nicht, wie soll ich das denn sonst machen. Und er hat nun mal mehrere Gelegenheiten gehabt, aber es kam nichts mehr, es tut sich nichts mehr, hat mir dann leid getan. Aber wer C-Day nicht spielt oder C-Day da auch gar nichts macht, fand ich schon ein bisschen merkwürdig, vielleicht spielt er auch gar nicht mehr. Deswegen immer X-Raid-Einladung an Hyperfreunde schicken. Wenn die einen Tag vor beste Freunde sind, dann könnt ihr die richtig ärgern. Dann besuchen die euch auch. Gleichzeitig bin ich auch aufgestiegen mit Mitchell zu beste Freunde. Auch bei der legendären Raid-Stunde. Genauso wie die Sandra X. Auch beste Freunde, die seht ihr übrigens hier oben im Bild. Die hat mir nämlich dann noch geschrieben, dass sie jetzt öffnet. Dann der Brain. Danke, Michael hat ein Shiny Glücks-Entei getauscht. Sieht man ja. Sieht richtig heftig aus. Ist ein 98er geworden. Der Kenny wieder mal, wenn schon kein gutes Viridium dabei war, gibt's eben Shiny Bronzel obendrauf. Dann ist das Knurrsp erschienen im Poke-Shop. Für 100 Pokécoins. Habt ihr schon ein Knurrsp gekauft? Schreibt's mal in die Kommentare. Denn das Buddy Adventure ist immer näher gerückt. Ihr seht hier, der Frank hat sein Kaumalat rausgeholt, ist mit dem schon gelaufen, das Engelchen auch. Hat ein Schwein hier namens Babe an ihre Seite geholt. Dann ist das Dragoran, also Dragonite, aufgestiegen mit Pumping Werner zu Glücksfreunden. Und Pumping Werner, da gab es ja letztens wieder News und Berichte darüber. Richtig krasser Dude, sagen immer alle, der jetzt in der Fitnessszene so extrem aktiv ist. Haben wir auch mit Bisafan TV auf dem GoFest in Dortmund getroffen. Da wusste ich aber gar nicht, dass der das ist, weil ich habe mich gar nicht so mit dem beschäftigt. Aber auf jeden Fall Dragonite und Pumping Werner, Glücksfreunde, hat er mir extra geschickt. Hier gerade in der Wildnis gefangen vom Kauri 87, ein Shiny Fritzel Blitz. Und es ist so schlecht mit dem Bart zu reden, man kriegt kaum Luft. Thiago hat uns geschickt, ein Shiny Snubbull mit richtig brutalem Level. Guckt euch das an, 1078. Der Bockwurst King, C-Day kann kommen, 100% Plinfa, gebrütet, denke ich mal. Ist das gebrütet? Ja, das dürfte Level 20 sein. C-Day, ihr wisst ja, im Januar der nächste C-Day müsste Plinfa sein, der Wasserstarter. Dann Juli HBN, wird das ein 100er? Der hat ein Krypto-Zapdos mit 3x14 und das nimmt ja immer zwei Werte zu. Nach der Erlösung also dann 16, 16, 16 und damit ein 100%iges. Dragonite nochmal mit einem Foto von sich selber in der Shiny-Variante. Richtig genial. Sally Maus, mal wieder Glück gehabt in der Feldforschung, ein Shiny Arktos. Habt ihr auch schon mal ein Shiny aus der Feldforschung gehabt, also aus dem Durchbruch? Schreibt's mal in die Kommentare. Auf dem Weg zur Arbeit beim Robby noch ein Shiny Alola Kleinstein. Fischi und Kotbrot sind auch aufgestiegen zu beste Freunde. Ich dachte, die wären das schon längst. Die sieht man ja immer nur zu zweit. Außer wenn man Fischi alleine sieht, dann sieht man die nicht zu zweit. Dann der Gefer 98er Floink. Das ist der Fluch vom Bockwurst King. Pogefreak Red 100% Felilu. Das ist auch eins der neueren Pokémon natürlich. Fehlt mir glaube ich auch noch als 100er. Irgendwann kommt das sicherlich. Jetzt wo die Map natürlich auch läuft.
Wolle der Teufel, 100% Makuhita. Dann hier im Handyladen im Expert, das Handy würde ich auch kaufen. Da gab es nämlich ein super Angebot. Wenn ihr euch mal das Handy genau anschaut, da ist schon Ramses der Dicke vorinstalliert als App. Da könnt ihr also einfach, wenn ihr das Handy anmacht, sofort alle Videos sehen vom Dicken. Sally Maus, mal Glück gehabt, im 19 Kilometer gebrütet. Habt ihr auch 19 Kilometer Eier? Schreibt's mal in die Kommentare. Auf jeden Fall 100% Kaumala zu 100% Knackrack. Richtig krass. Juli HBN mit einem Shiny Kyogre im Feldforschungsdurchbruch. Die haben immer Glück. Dennis Bass mit einem Shiny Endivie, was er auch gebrütet hat. Das ist das Besondere. Habt ihr auch schon mal einen C-Day Shiny gebrütet? Oder habt ihr generell mal einen Shiny gebrütet? Wann war das letzte Shiny, das ihr gebrütet habt? Und was war das? Das ist immer sehr interessant. Ich kann mich nur noch an einen Shiny Dratini aus einem 10er-Ei erinnern. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Dennis Bass auch hier noch mit einem Scorpio Shiny, Sneeble Shiny, Absol Shiny. Ihr seht unten auch das Datum immer, 12.09. hier, 13.09. Pi Shiny. Das ging bei dem richtig ab, wie ihr seht. Die blauen Hintergründe, das wissen einige ja immer noch nicht, ist das, was man zuletzt gefangen hat in den letzten 24 Stunden. Der hat also Pi, Endivie, Absol, alles innerhalb von 24 Stunden gefangen. Richtig krass, wobei Pi immer noch das krasseste davon ist. Dann Bockwurst King auch mit einem Shiny Kyogre im Feldforschungsdurchbruch. Bier Benny mit einem Shiny Haspirohr aus der Feldforschung. Kotbrot, Shiny Wablu. Dann waren wir unterwegs bei der Raid Tour bei Ho 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 Oh. Bei Ho Ho Oh. Und Lugia, da mussten wir in Birkenfeld zur abgelegensten Arena ever das Auto stehen lassen, den Berg erklimmen in die Natur. Das war richtig krass. I can be anything you want. Ditto, ihr wisst, Ditto kann sich in alles verwandeln. Ditto kann alles sein, was ihr möchtet. Wer sowas möchte, schreibt's mal in die Kommentare. Ash Ketchup, Shiny Radfratz, Nägelmon auf dem kleinen Account, Shiny Ho-Oh. Dann die Heike, endlich auch eins mit einem Shiny Radfratz. Bockwurst King hier, 100% Knospi. Kenny, 100% Glücks. Kinoso, zum Glück steht das wieder am Rand, sonst hätte ich das jetzt gar nicht mehr gewusst, wie das heißt. Wieder nur auf dem kleinen Account, so kommt's, wenn man immer viel hin und her tauscht. Dann der Gefer, ne, ganz brutal, ein 100% Goldini zum Angeben. Der übertreibt nämlich immer und postet jeden Tag seine ganzen 100er, die er mit der Map fängt. Also das kann doch nicht sein, dass da keiner was dagegen macht. Wie kann man denn mit sowas angeben? Gebt ihr auch immer an. Schreibt's mal in die Kommentare. Dann noch ein Shiny Glumanda hinterher. Lift Up Raider und ich sind aufgestiegen zu Glücksfreunden. Da haben wir immer noch nicht getauscht. Ich wüsste auch gar nicht was. Aber Riolu wollte ich unbedingt ein richtig gutes haben zum Hochziehen. Dann hat der Juli endlich sein Zapdos erlöst. Hat hier ein 100%iges erlöstes Zapdos Level 25 bekommen, wie man sieht. Juli, warum hat er denn so viel Glück? Mit einem Shiny Lugia hinterher. Der Fischi, ich laufe, wenn mir langweilig ist, auch mal rückwärts. Der hat nämlich schon 100 Meter Minus bei seinem Buddy. Dann Brain mit 1000 legendären Raids, die 1000 legendären vollgemacht. Wie viele legendäre Raids habt ihr auf der Medaille stehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Brain, nicht der Brain, sondern der Brain. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Also heute ist es Weihnachten oder gestern? Ich weiß nicht, was zählt zu Weihnachten dazu? Alles, nur nichts, gar nichts. Mit einem Shiny Makuhita, Kenny mit zwei Shiny Lugia, der Julius mit einem Shiny Lugia, der Kenny wieder mit einem Shiny Pandir. Die sind besonders krass, besonders cool, da freue ich mich immer drauf. Bockwurst King hier mit einem Shiny Fluffeluff, Kenny nochmal mit einem Shiny Pandimos, also ihr seht, die Shinies hauen immer rein. Bockwurst King statt einem Shiny mit einem 98er Fluffeluff, aber der hat ja letztens schon das 100er gehabt. Jetzt geht er wieder zurück und sammelt seine 98er weiter. Nägelmon mit einem Krypto-Boto-Gel. Habt ihr da auch schon eins gesehen oder habt ihr schon eins gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare auf dem kleinen Account. Ein Shiny Sneeble. Frank Behrend bei seinem letzten Raid in dem Wochenende mit Ho-Oh und Lugia auch noch ein Shiny Ho-Oh bekommen.
Dann mit Einführung von Botogel als Krypto gab es auch neue Sprüche. Wie ihr seht hier, der Eisspruch ist neu dazu gekommen. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Da könnt ihr jetzt also Schneebedeck rausholen oder auch Botogel eben. Mittlerweile weiß man das jetzt auch Absol und Kindwurm sowie Darmhirplex dabei ist bei den Go Rocket Stops. Kindwurm müsste ja dann der Drachensatz sein. Darmhirplex weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht Boden? Ist das Boden? Was ist Darmhirplex? Normal, oder? Darmhirplex ist bestimmt normal, das ersetzt bestimmt ins Porygon. Da muss ich noch nachschauen, das weiß ich gerade noch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Dann das Dragoran wieder mit einem 100% Shiny Lugia, was aber nicht sein eigenes ist. Das ist von einem brasilianischen Austauschschüler, hat er gemeint. Deswegen steht hier auch CP statt WP und eben alles in Englisch unten. Deferis, schön, dass man vor der Haustür findet, mit einem Shiny Schneebedeck, passend zum Weihnachtsevent. Vorbelastet, alle flexen mit ihren neuen Shinies. Ich bekomme sowas, hahaha. Aber besser als nix, auch Shiny Sneeble hier. Glückwunsch. Lift Up Raider mit einem 100% Darmhirplex mit Event Glöckchen. Das wäre krass, so eins hätte ich auch gerne. Für die 100er Sammlung ist das richtig genial natürlich, weil es nur jetzt im Event-Zeitraum da ist. Dann der Brain wieder mit einem Shiny Pichu mit Beanie gebrütet. Was ihr ja aus dem 2er-Kilometer-Ei und aus dem 7-Kilometer-Ei bekommen könnt, müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, ist es aber nicht. Warum, seht ihr nachher noch. Dann der Pushner, 100% Cognodon, auch richtig gutes Level. Dürfte auch gebrütet sein, glaube ich. Würde ich gleich entwickeln, gleich hochziehen. Bester, nicht bester, aber guter Gesteinsangreifer. Kotbrot vor der Haustür mit einem Shiny Sneeble. Bockwurst King, Ditto, also auch vor der Haustür mit einem Shiny Sneeble. Dann seht ihr Pupsi, frohe Weihnachten, auch mit einem Shiny Pichu. Ist schon das zweite, also das ist ja gar nicht so selten, wie man denkt. And another one vom Vorbelastet, wieder mal Shiny Sneeble. Brownie BA, Servus, hab heute einen Schmangal bekommen. Ist zwar ein Kaumalat und heißt nicht Schmangal, aber ja, wir wissen ja, wie er es meint. War in einem 10-Kilometer-Ei auch ein 100%iges Kaumalat. Richtig genial. Dann der Tim hat einfach mal 3 10-Kilometer-Eier gebrütet und hat 3-mal Schilderus bekommen. So geht's auch. Gleich Video machen, heimliches Schilderus-Event geleakt. Ne? In jedem 10-Kilometer-Ei ein Schilderus. Dann Sören Löffler, auch richtig krass, 100% Shiny Kyogre. Vorhin hat man schon das 100%ige Shiny Lugia. Da Gro hier mit dem Krypto Shiny Sneeble, das auch richtig fett, fehlt mir natürlich, aber ich habe auch schon seit 10 Jahren keine Krypto Stops mehr gemacht. Da Gro ebenfalls mit einem 100% Pantibimi und 100%ige Babys sind auch richtig selten und richtig genial. Pupsi mit einem Shiny Glöckchen Darmhirplex im Event, sogar gebrütet. Ihr seht hier am 24.12. Hildburghausen ein Ei aus der Heimat, aus einem, was war das, 5, 10, 7, aus einem Ei auf jeden Fall, Shiny Darmhirplex mit Glöckchen. Fischi, so erstmal das neue Video gönnen, das war das Video natürlich von gestern. Ihr seht, wir kommen also immer näher, kommen schon zum Ende. Krypto Saphir nochmal mit seinem Buddy Ramses Adi Cat. Wo ist der überhaupt? Den müssen wir auch mal hier reinholen dann. Und der Bockwurst King, yes baby, mit einem Shiny Pichu mit Beanie. Das dritte schon in dieser Sendung, so kurz nach Eventanfang. Also das ist wahrscheinlich wirklich nicht selten. Das waren jetzt aber die Highlights. Hier ist nur ein Stop, wo ich mich wieder drüber geärgert habe, dass der abgelehnt wurde. Ich muss den Adi dann suchen. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche und melden uns gleich zurück. So, der Adi wünscht euch auf jeden Fall auch frohe Weihnachten. Und, wir kommen zum Schocker der Woche. Nein, lass mein Bein in Ruhe. Hier in Adi seine Mütze, ne, in Katzengröße, das ist wichtig. Guck, sieht das nicht lustig aus? Nee, sieht's nicht. Hier deine Mütze. Adi? 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 Nein! Okay, das war's mit Weihnachten.
Jetzt habt ihr hoffentlich nicht mein Handy-Display gesehen, wo ich schon den Schocker der Woche drauf hab. Denn der Schocker der Woche kommt diesmal vom... Huch! Denn der Schocker der Woche kommt diesmal vom Bret Hart, ne? The best there is, the best there was, the best there ever will be. Ne, andersrum. Auf jeden Fall hat der Bret Hart einfach mal ein Shiny Krypto Absol. Guckt euch das an. Es hat so vieles diese Woche gepasst, aber das könnte nicht aktueller sein. Denn gestern wurde bekannt gegeben, dass es jetzt eben auch Absol in den Krypto-Stops gibt, dass es Damierplex gibt, dass es Kindwurm gibt und dass Damierplex sowie Absol eben jetzt auch als Shiny verfügbar sind. Und dann kommt er an und hat einfach schon einen Krypto-Shiny Absol. Das finde ich richtig heftig, das finde ich so genial. Und vor allem, weil er Bret Hart heißt, finde ich es noch genialer. Und dieses Outfit zu dem Krypto-Nebel passt doch einfach sein Cappy, seine Hose, alles dazu. Dieses Mewtwo-Outfit, was er da anhat. Das also der Schocker der Woche. Habt ihr auch schon Krypto-Sneebel als Shiny? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben. Und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ho, ho, ho. Ich glaube, ich sterb. Erstmal weg hier mit dem Botsch, Alter. Wie soll man so existieren? Keine Luft, nix. Titten! Yeah.